Hallo Mädels, stellt euch kurz folgendes Szenario vor. Ihr kommt total gestresst von der Arbeit und euer Traummann wartet bereits auf euch. Er sieht, dass ihr dringend etwas Erholung braucht und verpasst euch eine entspannende Rückenmassage. Klingt doch gut, oder? Die Realität sieht leider aber immer etwas anders aus. Die meisten Männer würden nicht von allein auf die Idee kommen, den Mädels eine Massage zu verpassen. Oder aber sie haben schlicht und ergreifend keine Lust dazu. Bis jetzt allerdings, denn eine neue Studie liefert das schlagende Argument, mit dem ihr Mädels jeden Massagemuffel überzeugen könnt. Wenn er das gehört hat, massiert er euch freiwillig so oft, wie ihr wollt. Und deshalb sollte dir dein Boyfriend öfter eine Massage geben. Dass Massagen in einer Beziehung für den Massierten entspannend sind und das Wohlbefinden fördern, haben wir schon längst vermutet. Eine neue Studie, die jetzt auf der jährlichen Konferenz der British Psychological Society in England vorgestellt wurde, bestätigt dies aber und sie konnte sogar noch etwas beweisen. Eine Massage ist auch für die Gesundheit des Masseurs gut. Im Rahmen der Forschung wurden 20 Pärchen über 3 Wochen lang beobachtet. Innerhalb dieses Zeitraums nahmen sie an einem Massagekurs teil und mussten dann einzeln jeweils vor und nach den Massagen einen Fragebogen ausfüllen. Darin mussten sie angeben, wie sie sich körperlich und emotional fühlten, wie viel Stress sie empfanden und wie sehr sie mit ihrer Beziehung zufrieden waren. Es zeigte sich, die Teilnehmer fühlten sich nach den 3-wöchigen Massagekursen besser, egal ob sie der Massierte oder der Masseur waren. Warum ist also eine Massage für den Masseur gut? Das Ergebnis der Studie erklären sich die englischen Forscher folgendermaßen. Durch die Massage zeigen sich Partner gegenseitig ihre Zuneigung, was wiederum zur Stabilität der Beziehung beiträgt. Dadurch fühlen sich schließlich beide Partner besser. Eigentlich ganz simpel, oder? Zugegeben, mit gerade mal 20 Probanden ist diese Studie nicht gerade repräsentativ, auch fehlen in der Arbeit zusätzliche Informationen über die teilnehmenden Pärchen. Hatten sie alle ein bestimmtes Alter, wie lange waren sie schon zusammen und so weiter. Zudem fehlen medizinische Untersuchungen, die erklären, ob und wie die Massage konkret die Gesundheit oder das Wohlbefinden der Pärchen beeinflusst hat. Die Forscher müssen sich alleine auf die subjektiven Aussagen der Teilnehmer verlassen. Aber aller Kritik zum Trotz sind die Ergebnisse der Studie doch ziemlich animierend und toll, denn sie zeigen, eine Massage ist gut für die Beziehung und für die Gesundheit beider Partner. Eine Win-Win-Situation also.